Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Look Fantastic Beauty Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Look Fantastic Beauty Box ist eine Beauty Box, die aus England kommt und wird aber irgendwie so verschickt, dass man keinen Zoll zahlen muss. Ich habe die im monatlichen Abo und die gibt es... Entschuldigung, ich habe den mega geilen Holy Grails Chocolate Lip Gloss von Riva Loves Me mit Maxim drauf und der ist unheimlich lecker gerade. Okay, auf jeden Fall. Ja, gibt es die halt im monatlichen Abo und dann hast du halt die verschiedenen Möglichkeiten, Abo-Formen zu wählen. Ich habe die Form, wo ich 15,50 Euro pro Box und pro Monat bezahle. Und hier haben wir 5 Beauty-Produkte drin in einem relativ hohen Warenwert immer. Und ja, hauptsächlich ist es auch immer etwas teurere dekorative Kosmetik und Pflege, ne? Also Beautybox auf jeden Fall. Jetzt im Februar kommt das Ganze in einem rosa Design daher, was ich hübsch finde, denn rosa mag ich sehr gerne leiden. Und ja, ich möchte einmal den Deckel entfernen und es steht auch meistens was im Deckel drin. Oh je, das kannst du jetzt gar nicht so gut lesen, weil weiß auf rosa Hintergrund, you glow differently when you're happy. Okay, also du strahlst anders, wenn du glücklich bist. Das stimmt auf jeden Fall, denn dieses ehrliche Glücklichsein, dieses ehrliche Strahlen von innen, das sieht man den Leuten ja auch immer an. Und ich merke und ich weiß, dass ihr das mir auch ansieht, wenn es mir nicht gut geht, ich sitze trotzdem hier und also wenn es mir nicht gut sitze ich, wenn es mir nicht gut geht, sitze ich auch vor der Kamera manchmal und drehe ein Video und das merkt ihr mir direkt an. Also man kann es den Menschen direkt ansehen, wenn man sie einfach schon mal das ein oder andere Mal so gesehen hat. Merkt man im Familien- und Freundeskreis, ich merke es meinem Freund safe auch immer wieder an, wenn es ihm nicht gut geht, genauso wie er es mir anmerkt, ne? Genauso andersrum, wenn es einem richtig gut geht, ihr merkt das immer, wenn die Leute dann so richtig strahlen. Ich bin zum Beispiel heute ziemlich gut drauf, ich habe heute mit meinem Papa oben in der Wohnung so ein bisschen rumrenoviert und ja, bin eigentlich total schweißgebadet, hatte bis vor einer halben Stunde oder einer Dreiviertelstunde noch einen Blaumann an, habe mir dann aber gedacht, okay, die Look Fantastic Beauty Box ist heute eingetroffen, also ziehe ich mir ein anderes Oberteil an, ich habe schon eine Jogginghose an, läuft, ich gehe gleich duschen und habe mich noch ein bisschen hübsch gemacht, ein bisschen geschminkt und wollte mit euch zusammen ein altes Video drehen und ja, morgen direkt online stellen. Hätte ich Bock drauf, ne? Mal gucken, ob ich das alles noch so hinkriege. Denn es ist schon relativ spät. Wir haben, ich rede, Timestamps, ne? Wenn ich euch zu viel laber, Entschuldigung, ich bin hier eine kleine Labertasche. So, wir haben hier auf jeden Fall ein ja, Editorial, ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist mit dabei. Wir haben oft viel Pflege mit dabei in den Beautyboxen, ist ja regulär so der, ne, der Fall. Self-Love is in the air, ist das Motto, also Selbstliebe. Joa, ne, da gehen jetzt immer mehr Boxen auch auf diesen Trip, dass man halt mehr auf diese Selbstliebe achtet und so. Für mich immer ganz witzig, denn ich bin, ja, ich bin tatsächlich selber gut am Arbeiten daran, Selbstliebe zu entwickeln oder zu fördern und so weiter. Das ist eine ganz verrückte Kiste und ja, ne, deswegen passt das halt irgendwo auch ein Stück weit zu mir. Und ja, dann haben wir hier einmal so ein bisschen auch ein von Tom, so ein bisschen, ne, was er geschrieben hat, wo es hier so rumgeht und so. Dann haben wir hier die Produkte mit, also Produkte, die drin sein werden oder drin sein könnten, aufgeführt. Wir haben immer öfters, also hier sind jetzt 11 Produkte aufgeführt, ne. Es gab mal eine Zeit, wo wirklich vielleicht mal ein Produkt so in der Farbe variiert ist, dann hatte die Look Fantastic Beauty Box, dass die auch mal Produkte, ne, entweder oder Produkte hatten. Mittlerweile gehen die immer mehr auch dahin, wo die Schwester Glossy Box ja zum Beispiel auch ist, dass die halt wirklich entweder oder Produkte haben. Und von diesen 11 Produkten werden wir dann wahrscheinlich auch nur 5 in der Box drin haben. Ich weiß nicht, muss man einfach mal gucken, ne? Ja, 4? Hä? Habe ich nur 4 Produkte hier drin? Hier sind nämlich nur 4 aufgeführt. 1, 2, 3, 4. Da bin ich ja mal gespannt. Normalerweise haben wir nämlich 5 Produkte. Egal. Dann sind hier auch noch ein paar ja, Tipps und Tricks und so weiter. Schade Schokolade, das Ganze ist halt wirklich komplett auf Englisch, ne? Also das war auch mal anders, das gab es auch mal auf Deutsch. Also manche Dinge ändern sich halt leider. What's coming up? Also hier haben wir auch noch eine Information, was quasi in der Märzbox mit drin ist. Ich glaube, ich habe auch bei der Look Fantastic Beauty Box einen Freunde-Werben-Freunde-Code. Also falls ihr Bock habt, die Box zu abonnieren, gönnt euch hart, nehmt gerne meinen Code. Ich verdiene daran, ich glaube, Look Fantastic Beauty Points, sodass ich dann in dem Look Fantastic Online-Shop damit einkaufen gehen könnte. Und von Sacha Huan Volume Styling Cream 125ml haben wir nämlich damit drin. Ja, das wird wohl eher weniger was für mich sein, ne? Denn ich verwende ja nicht so die Styling-Produkte für die Haare. Egal, jo, genau. Aber
wir gucken einfach mal weiter. So, und dann haben wir hier endlich mal die Beautybox, wie sie so aussieht. Wir haben hier nämlich ein Seidenpapier, was mit einem Klebi zusammengehalten wird. Kein Schleifchen. Oh, ich will diesen Lipgloss, ne? Den will ich essen. Das ist so unfassbar lecker. Ohne Witz, ne? Okay, so. Ja, mit dem Blick in die Box, und da sind dann doch mehr Produkte drin, als quasi im Heftchen drin stand. Also mehr als 4 Produkte. Als erstes haben wir hier etwas mit dabei, passend zum Valentinstag. Das finde ich cool und auch passend zum Motto Self-Love, Selbstliebe, Liebe von Glove Water Only Makeup Removers. Das sind 2 Herzchen-Pads und optisch wunderschön. Von der Idee her klasse, weil ich verwende auch super gerne diese wiederverwendbaren Wattepads und so. Ich verwende gar nicht mehr die regulären. Selbst für meine Fingernägel habe ich damit, für meine Fußnägel habe ich da mittlerweile eine tolle Alternative gefunden, sodass ich keine Wattepads mehr verbrauchen muss. Und ja, das Problem bei den Glovepads ist, oder Glove, dass ich die Naht nicht so gerne mag, weil die sehr hart ist. Ich gucke mal, ob die Kamera das irgendwie jetzt so auffängt. Hier sieht man wahrscheinlich auch die Naht, ne? Und die ist wirklich pieksig. Und die nervt mich. Die nervt mich. Ja, schade. Und ne, die Pads sind sehr dünn, ne? Das heißt, die werden wahrscheinlich weiter wandern. Ich mache ja auch gerne Verlosungen und sowas bei mir hier auf dem Kanal, wenn ich jetzt vor allem auch so Kooperationsvideos oder so habe, ne? Dann frage ich die Kooperationspartner zwar, ob die was zu der Box mit beisteuern wollen oder so. Oft mache ich das aber, wenn ich das zum Beispiel in einem Schminke integriert habe oder so, oder in einem Haul, dass ich dann einfach so sage, komm, ich mache jetzt irgendeine Box und dann kriegen wir das schon voreinander und da kommt sowas dann auch mit rein. Finde ich, wie gesagt, sehr süß von der Idee, aber ich mag die qualitativ leider nicht ganz so gerne. Da hatten wir nämlich auch schon so Moonpads oder so, diese rosa-pinken Viecher, ne? Genau. Ja, dann habe ich hier so ein Luftpolster. Viech, was leer ist, weil das Produkt liegt wohl daneben. Von Lotte London ist es nämlich das Ombre Blush in der Farbe Haze. 2,5 Gramm sind hier drin enthalten. Lotte London ist eher so eine Drogeriemarke. Den habe ich aber tatsächlich schon. Und weil ich tatsächlich eben auf der Homepage geguckt habe, welche Produkte drin enthalten sein könnten, habe ich mir eben auch schon aus meiner Make-up-Sammlung meinen Blush rausgekramt, damit ich euch den halt swatchen kann. Kommt aber auch tatsächlich in meinen Full-Face-Beauty-Boxen mit rein, was ich monatlich drehe. Im Januar waren gar nicht so viele dekorative Kosmetikprodukte in den Boxen drin enthalten. Das war ein bisschen schade. Das heißt, da werde ich mit sehr vielen anderen Produkten halt auffüllen müssen, ne? Ja, das Blush ist sehr, sehr, sehr intensiv, also auch sehr pinkstichig. Ich glaube, das gefällt dann nicht unbedingt jedem, aber ja, ich finde, ne, kann man wohl mal machen. Und so Richtung Frühling ist es, glaube ich, auch ganz schön. Oder wenn man halt Richtung hier Valentinstag und so denkt, ne, so, oh, ich habe einen kleinen Blush-Effekt, weil ich bin quasi errötet vor Scham, weil ich bin ganz nervös und so, ist das, glaube ich, ganz süß. Ja. Genau. Das heißt, meiner, den ich habe, kommt ins Fullface mit rein und der andere dann demnächst in eine Verlosung. So, jetzt brauche ich auch mal Produkte, wo ich ein bisschen mehr drauf abfahre, Leute. Da habe ich ja von Beauty Pro etwas, da hatte ich jetzt in letzter Zeit auch mega viele Masken von ausprobiert, weil ich mal irgendwo, ich glaube, einen Adventskalender bei ASOS gekauft hatte. Und ja, da waren so viele Masken drin. Food Therapy Collagen Infused Booty. Kollagen, Sweet Almond, also quasi Süßmandel und Pfefferminze. Das ist für die Füße und das lässt du 20 Minuten drauf und dann sollst du wundervolle Füße haben. Die mache ich doch mal. Die kann ich ja mal ausprobieren. Warum eigentlich nicht, ne? Mein Bauch knurrt ein bisschen. Und du könntest theoretisch auch hier vorne diese Spitze entfernen. Entweder, wenn deine Füße zu groß für die Maske sind, kann ich mir vorstellen. Oder wenn du die länger tragen möchtest. Ich wüsste jetzt nicht, warum man genau das entfernt. Also bei Fingermasken kann ich mir das vorstellen, dass du dann die Finger so entfernen möchtest, damit du halt tippen kannst oder so, ne? Aber bei einer Fußmaske? Vielleicht damit man nicht ausrutscht oder so? Keine Ahnung, kann ich mir nicht so gut vorstellen, wofür das sein soll. Werde ich heute Abend mal probieren. Dann habe ich hier von Bybe Clarity Cleanse Daily Gel Cleanser. 20 ml haben wir hier drin enthalten. Das finde ich ganz fein. Und hier steht drauf, this tube is made from sugarcane. Also die Tube ist aus Zuckerrohr gemacht. Fühlt sich aber halt einfach an wie Plastik. Sowas finde ich immer sehr cool. Und ich kenne die Marke nicht. Ich mache Double Cleansing. Das heißt, solche Produkte verwende ich dann unter der Dusche, nachdem ich halt mein Make-up mit meinem Cleansing Balm runtergenommen habe. Und ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Ne? Ich weiß jetzt nicht, womit das sein soll. Willow Bark Extract, da weiß ich jetzt nicht, was das ist. Mit Salicylsäure in ähnlichen
Inhaltsstoffen. Das ist dann natürlich auch ganz gut, wenn du so Unreinheiten hast, ne? Hört sich gut an. Jo, kann man mal so sich angucken. Dann habe ich hier was von Dr. Botanicals mit dabei in einer Sonderedition, nämlich die Pride Edition ist das wohl. Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter 50 ml. Sowas kannst du halt für den ganzen Körper nehmen. Riecht nach Limone, ist super reichhaltig, ist nicht ganz so meine Welt, weil ich mag nicht so gern diese limonigen oder zitrischen Düfte, weil ich finde, dass ich dann einfach nach einem Klostein rieche und das mag ich halt nicht so gerne. Ich bin halt eher so der blumige Typ. Vanillige oder halt so süße Typ und deswegen ist es nicht so ganz meine Welt. Aber das muss ja auch nicht sein, ne? Weil es ist halt auch eine Surprise-Box, das heißt, nicht alles, was da drin ist, matcht halt mega auf einen, ne? Genau. Zwei Produkte habe ich hier noch drin, aber dafür habe ich hier auch relativ viele kleine Produkte drin enthalten, ne? Von Balance Me haben wir ein 5 ml Vitamin C Brightening Eye Serum. Das wird relativ hochpreisig sein, weil Balance Me ist eine Marke, die auch sehr im High-Price-Segment unterwegs ist. Keine Ahnung, was meine Stimme gerade will. Und ja, Brightening kann ich mir gut vorstellen. Das ist halt für unter den Augen zur Aufhellung und so weiter. Strahlkraft, strahlende Augen, passend zum Valentinstag. Ja, ne, feine Geschichte. Finde ich auf jeden Fall gut. Auch 5 ml. Gut, das ist halt eine Probe. Aber von so einer teuren Marke da eine Probe drin zu haben, finde ich schon wieder in Ordnung. Jo, doch, ne? Genau. Aber viele gute Marken sind hier schon drin. Und dann habe ich hier noch was von Pixi by Petra. Das ist auch so ein Klassiker, Glow Tonic Exfoliating Toner mit 15 ml und ja, der hat dann so eine leicht peelende Wirkung, weil Glykolsäure 5% da drin sind. Ich würde sowas nicht, also nicht jeden Tag verwenden, ne, weil es ist ja auch wie ein Peeling zu betrachten. Das heißt, auch wenn nur 5% drin sind, ne, ich würde das vielleicht zweimal die Woche verwenden und jetzt nicht jeden Tag morgens und abends. Dann würde mir mein Gesicht wahrscheinlich irgendwann abfallen. Ne. Das wollen wir nicht. Das wäre ziemlich unpraktisch. Deswegen, ja, vorsichtig, aber deswegen schon wieder für mich persönlich gut, dass es 15 ml sind. Weil wenn ich das eh nicht so super häufig verwende mit meiner sensiblen Haut, dann ist es auch vollkommen ausreichend, wenn du dann nur 15 ml davon hast, ne? Weil da kommst du ja wahrscheinlich auch relativ lange mit aus dann. Und ne? Normalerweise nimmst du ja einen Toner, um dein Gesicht so ein bisschen auf die nachfolgende Pflege vorzubereiten. Was bei einem Glow Tonic dann immer so ein bisschen schwierig ist, aber wenn du das halt in der... Ja, ich weiß noch nicht genau. Also ich hatte das schon öfters mal in der Hand, aber ich muss gestehen, dass ich das noch nie ausprobiert habe. Glaube ich jedenfalls. Nee, habe ich noch nicht, ne? Jedenfalls nicht in den letzten Jahren, woran ich mich erinnern könnte. Und vielleicht traue ich mich mal an diese 15 ml dran, weil ich hatte bislang öfters mal so in Adventskalendern und so, so Full-Sizes davon. Da habe ich immer gedacht, boah, wenn das Exfoliating ist, ich nutze das nicht so wirklich häufig, dann wird es schwierig, ne? Ja, ansonsten haben wir hier noch Krüppelpapier drin enthalten. Das ist so, ja, mittlerweile ist die Look Fantastic Beauty Box eher so auf diesen, wir wollen etwas nachhaltiger Trend aufgesprungen und hat halt nicht dieses Plastikpapier oder dieses bunte Papier, sondern es ist wirklich normal weißes Papier. Wir haben auch bei dem Heftchen nicht diese beschichtete Oberfläche, sondern halt diese normale, ja, recycelte ist es ja, glaube ich, auch irgendwie. Weiß ich nicht. Und es wird alles so ein bisschen anders, ne? So, kommen wir aber jetzt mal zum Inhalt der Box, wie ich den so fand. Selbstliebe. Ja, wir haben Herzen dabei, wir haben Pflege dabei, ein bisschen dekorative Kosmetik mit dabei. Man verwöhnt sich selbst. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es zum Motto passen könnte. Ich persönlich finde es cool, dass wir viele kleine Produkte drin haben und dafür mehr als 5 Produkte drin enthalten sind, weil man so einfach eine größere Bandbreite an Produkten hat, wo man sich durchprobieren kann. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr das lieber habt, dass man dann wirklich 5 recht große Produkte hat oder mehr als 5 und dann dafür halt noch so kleinere Geschichten, um halt, ne, mehr Produkte halt zu haben. Würde mich mal interessieren, also ja, eure Meinung, ne, bei Schamwissen und so. Das war's jetzt hier von mir und der Look Fantastic Beauty Box. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!